Was geht ab? Mein Name ist Kadoake und ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Detektiv-Conan-Video. Heute geht es um die witzigsten Kommentare, die ich jemals bekommen habe und der Beginn des neuen Formates. Die erste Episode, die möchte ich einer Userin bzw. einem User widmen, nämlich ShyGuy52. Die Kommentare sind mit so viel Humor gefüllt, fassen den Kontext auf jeden Fall zusammen. Beziehungsweise den Inhalt einzelner Aussagen, die ich getroffen habe, werden aufgegriffen und er, sie formuliert dazu ein unglaubliches Kommentar. Fangen wir einfach mal an, keine Zeit verlieren. Video, Detektiv Conan, Ranzverbindung, Apoptoxin, FBI, schwarze Organisation. Ich sage, jeder Fall ist ein Puzzleteil. Er, sie daraufhin. Nur haben wir es in Ranzfall mit einem Puzzle mit gefühlt 10.000 Teilen zu tun, die in ganz Japan versteckt wurden und die Aufschrift enthalten, Conan Edogawa ist Shinichi Kudo und statt sie von selbst drauf kommen kann, muss sie erst mühselig alle Puzzleteile zusammensammeln. Hat auf jeden Fall einen mega krassen Wahrheitsgehalt, denn ganz ehrlich, so viele Hinweise, so viele Verdachtsmomente, die sie erlebt und gesehen hat, ja, da hätte es eigentlich schon vor 500 Folgen soweit sein müssen, dass sie denkt, dass Conan wirklich Shinichi ist. Aber es gab halt natürlich auch wiederum Momente, wie zum Beispiel auch, dass sie Conan und Shinichi gesehen hat und als normalsterbliche Person denkst du natürlich, okay, wie soll denn das anders gehen? Aber egal, hat er auf jeden Fall recht. Ich unterstütze schon fast die These, dass ihr in irgendeinem Kanonfall ein Medikament untergejubelt wurde, was sie und ihre Gedankengänge von diesem Verdacht ablenkt. Aihabara stellt doch bestimmt als ehemaliges hochrangiges Mitglied der Organisation auch sowas in der Art her. Das ist wie Pokémon, wo man die Top 4 erst herausfordern darf, wenn man alle 8 Orden hat und sei man ein noch so guter Trainer, der sonst wie viele Zertifikate und sonst was hat. Ohne die vorbestimmte Route abzulaufen, kommt man nicht weiter. Also wirklich, ey. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat, ran in den späteren Episoden als so unqualifiziert abzustempeln. Einfach logische Zusammenhänge zu erkennen, das gleicht ja fast Kogoros Denkverhalten. Das tut so weh anzusehen, wie das Strecken der Serie die Charaktere vorkommen lässt. Sollte ich jemals Videos über DC machen, dann wären das Schock-Counter von Ran, wie oft sie eine Leiche sieht und darüber erblößt ist und ihr Verhalten im weiteren Verlauf nach der Episode aka Conan, soll ich dir zu Hause was zu essen machen? Also wirklich, das war nur Kommentar 1, ja. Wirklich, ich kann bei der Person einfach jedes Kommentar vorlesen. Nächstes Video, 3 denkwürdige Zitate. Wenn sie herausfindet, wer ich bin, bin ich erledigt. Dann denkt man natürlich, okay, was? Ist es vielleicht ein Organisationsmitglied, ja? Ist es vielleicht die Sicherheitspolizei, die Polizei, die jemanden erledigt? Nein, Conan, nachdem er mit rangebadet hat. Also, ey, wirklich, das ist... Ich stehe auf so stumpfen Humor. Oder nächstes Video. Detektiv Conan, 1034. Spoiler, die dunkle Seite von Rumi erwacht. Es ist inzwischen total egal, ob Conan Shinichi ist. Der Junge ist so auffällig, dass inzwischen überall über ihn bei der lokalen Polizei gesprochen wird. XD. Und wenn man die Gruppen der vergangenen Fälle befragt werden, auch diese immer bestätigen, dass Conan bei den Ermittlungen selbst beim FBI dabei war. 1000 Fälle in den letzten 6 Monaten. Dann ist eben dieser 7-jährige Junge die neue Silver Bullet. Na und? Doch statt ihn einfach umzubringen, schauen Kuroda, Rumi, Bourbon und Wermut dabei zu, als wäre dieser Junge eine verdammte Sitcom. Die wissen längst, dass was nicht mit ihm stimmt und Wermut weiß sogar alles. Es befriedigt sie, glaube ich, einfach zu sehen, wie dieser Junge es immer wieder schafft, all diese schwierigen Zusammenhänge zu lösen, was selbst die Polizei nicht hinbekommt. Ohne dass er es schaffen wird, diese Organisation zu zerschlagen, weil sehr viele Organisationsmitglieder inzwischen sein Umfeld unterwandert haben, ohne dass das irgendeine Reaktion bei ihm auslöst. Eigentlich müsste man denken, dass die Organisation ihm im Schlaf was gegeben haben muss, damit seine Alarmglocken insoweit abgeschaltet sind, dass er zwar weiterhin Zusammenhänge erkennen kann, aber abends ruhig schlafen kann. Ach Junge, ist das ehrlich. Und nicht mal auf die Idee kommt, dass er irgendwie in Gefahr sein könnte. Oder was es bedeuten könnte, jedes Wochenende auf einen Mörder zu treffen. Und drum schaut ihn immer dabei zu, wie er sich selbst übertrifft und trotzdem nichts ahnend sein Leben weiterführt. Wie im Hamsterrad gefangen. Ich glaube, nach dem dritten Fall hätte Conan anonym werden sollen und über die Server der Polizei die Fälle aufklären sollen. Damit hätte er sich zwar immer noch einen Namen gemacht, aber keine würde ihn als Kind vermuten. Weiterhin müsste sich das FBI die Liste der Opfer vom Apoptoxin 4869
Aufgaben und alle in Gewahrsam nehmen. Und selbst dann kann es passieren, dass die Organisation das herausfinden hätte können. Zum Beispiel Irish, aber der wurde ja wie Pisco erschossen. Vielleicht will Anokata auch nicht, dass jemand außer die Kudos und Arkay wissen und hat deshalb die Eliminierung angeordnet. Junge, ey, das ist zu wild einfach. Und er hat wirklich mit jeder Aussage recht, ja, das ist manchmal halt einfach so dumm, aber wir müssen das halt, auch wenn es so ein bisschen Slice of Life ist, ja, es ist natürlich ein Anime und es ist Fiktion, wir können da halt einfach nicht mit so einem logischen Denken rangehen und er oder sie zeigt uns ja einfach, was passiert, wenn wir halt mit einer normalen, ja, mit einer realistischen Sachlage, mit einer realistischen Denkweise da rangehen würden an Detektiv Conan. Wieder das Video Detektiv Conan, Rans Verbindung, Apoptoxin, FBI, schwarze Organisation. Ran ist nicht mein offizielles Mitglied der Organisation, hat aber schon den Codenamen Angel und hat sich selbst schon Mitgliedern der Organisation gestellt und diese auch besiegt, zum Beispiel Irish. Es wäre einfach schlauer, nicht jeden umzubringen, der irgendwie nicht mehr ins Schema der Organisation passt. Es soll quasi abschreckend wirken und damit die Organisation als gnadenlos und als das ultimative Böse darstellen. Doch wenn man gesehen hat, wie viele Informationen der Organisation durch dieses Vorgehen verloren geht, wirkt sie ja unstrukturiert und einfallslos. Irgendwie der klassische Bösewicht einer Kinderserie. Dabei merkt man auch, dass Jin eigentlich fast auf dem Niveau von Shinichi selbst ist, immer noch nicht bemerkt hat, dass ein tolles neues Gift ein anderes Resultat erzielt als das, wofür es gemacht worden ist. Wir wissen, es sollte ja eigentlich töten, ja, während der Obduktion nicht nachweisbar sein, stattdessen verjüngt es Leute. Schade. Die einzelnen Episoden, Mordfälle können noch so kompliziert und aufwendig gestaltet sein. Wenn man sich mit der Story auseinandersetzt, stößt man nur auf Widersprüche. Sehr, sehr schade. Jetzt kommen wir zu einem Top-Kommentar. Das habe ich so gefeiert. Detective Conan Spoiler 1051, Rumi erzählt über Anokata. Weißt du, was krass wäre? Wenn Anokata, Shinichi und Ran seit dem Zusammentreffen mit der Arkay-Familie beobachten ließ und ihm bewusst dieses Gift von Jin gegeben worden wäre. Damit dieser als sein Grundschüler seine Fälle fortsetzt und Rumi in die Schule eingeschleust werden konnte, um Conan weiter zu beobachten. Mein Fuck an der Stelle. Dann würde durch ein anderes Gift, welches ebenfalls nicht nachweisbar ist, die Personen, die mit Conan, mit seinen Freunden und Familie in Kontakt kommen, zu Mörder machen, die aufgrund nichtiger Zwischenfälle ihre Taten ausüben. Und Conan ist auf dem Prüfstand und löst all die Fälle, die Anokata ihm quasi vorgibt. Das würde auch bedeuten, dass das Mori-Büro abgehört wird, wo man der nächste Woche hinfahren will, damit die Organisation ihre Vorbereitung treffen kann. Weiterhin lassen sie auch die Leute versammeln, die aufgrund von Vorkommnissen solch eine Tat tun könnten, ein Groll hegen etc. Und durch das neue Gift überwinden sie diese Hürden und üben diese Tat aus. Würde auch bedeuten, dass bei jedem Fall ein No-Name-Protagonist zur schwarzen Organisation gehören wäre. Das wäre mal Plot-Twist. Also wirklich, Leute, sich das so zu überlegen und dann so niederzuschreiben, ey, das verdient einfach nur größten Respekt. So zwei Sachen machen wir noch. Zu lustig. Nächstes Video, das größte Geheimnis in Detective Conan, alles was du über Anokata wissen musst. Der volle Name des Bosses ist schon aufgetaucht. Ist auch nicht schwer bei 900 Folgen mit jeweils mindestens 10 No-Name-Protagonisten pro Folge, die wir danach nie wieder zu Gesicht bekommen. Als müssten wir nur 900 mal 20 Minuten Detective Conan angucken, um am Ende erklärt zu bekommen, dass es Agasa oder Kogomori ist. Na dann auf geht's. Nein, natürlich war es Person X aus Folge 14. Dass ihr da nicht drauf gekommen seid, zeigt, dass ihr einfach keine richtigen Fans seid. Es wurden wie verrückt Hinweise gegeben. Denn wenn man X aus dem Griechischen nimmt, erhält man die Zahl 10. Und wenn man Mitsuhiko, Genta und Ayumi wegnimmt, hat man 3. Also 10 minus 3. Und da du das Video zum Fall in der Villa von Anokata 2019 gemacht hast, müssen wir noch ein weiteres bahnbrechendes Ereignis hinzuziehen. Nämlich, dass 4 Jahre vorher Star Wars das Erwachen der Macht rausgekommen ist und dass somit Luke Skywalker Anokata sein müsste. Kapisch? Das ist auch die einzige Logik, die ich verstehe. Wenn ich mich mal versuche, damit auseinanderzusetzen, wie Shinichi eigentlich die Fälle löst und was er sich dabei denkt. Ey, wirklich, Leute. Ich liebe ja so eine Vergleiche, wo man einfach aus dem Nichts andere Sachen heranzieht. Das sind die geilsten. Schon dieses Kommentar hat mich so hart gekillt, ey. Okay, 1, 2 machen wir noch. Gleiches Video. Würde Jin einen legalen Beruf ausüben, wäre er, glaube ich, ein guter Tatortreiniger. Ja, das ist lustig, aber habe ich mir schon zu oft durchgelesen. Last but not least. Alles klar, Agasas Anokata, der um jeden Preis Aihaibara tot sehen will und sich deshalb bei sich zu Hause betreut.
und sich alles von ihr vorschreiben lässt. Damit wäre dieser Fall auch schon wieder gelöst. Oh, scheiße. Ey, so habe ich das noch nie gesehen für die Leute, die wirklich mal dachten, dass Agas Anokata wäre. Also, Shy Guy 52 an der Stelle, schöne Grüße. Ich küsse dein Herz. Ich hoffe, du lebst mindestens bis 85. Ich wünsche dir und deiner ganzen Verwandtschaft so viel Gesundheit, Reichtum, all das. Puh, Leute. Mal gucken, wie das Video angekommen ist. Vielleicht mache ich da noch einen Teil. Aber auf jeden Fall, zieht euch die Kommentare von ShyGuy52 rein. Bis zum nächsten Mal.